Und jetzt Johannes Brahms. Jetzt. Ah, jetzt hören Sie's. Die Bässe, meine ich. Sind Orchester ohne Dirigenten ausgekommen und auch ich kann Ihnen bestätigen, dass sogar wir vom Staatsorchester gelegentlich vollständig am Dirigenten vorbeispielen. Nämlich ein Orchester ohne Bass. Man kann sogar sagen, das Orchester, Definition jetzt, überhaupt erst da anfängt, wo ein Bass dabei ist. Und das Ganze jetzt ohne Bässe. Nix. Eklatant. Sie können es vergessen. Hören Sie. Das hören Sie nicht mehr. Auf der G-Seite, also da drüben, wird man hauptsächlich solistisch tätig, wenn man kann. Ne? Kostet ein Vermögen eine Seite. Ein Satz Seiten kostet heute 160 Mark. Wahnsinn. Wo ich angefangen habe, haben sie 40 gekostet. Gut. Also, vier Seiten, Quartenstimmung, G, D, A, E. Moment noch. Gleich kommt's. Das ist die Frau Niemeyer von oben. Wenn die das Geringste hört, klopft sie. Da weiß ich, dass ich die Grenze zum Met sofort überschritten habe. Sonst eine nette Frau. Dabei klingt es hier, wenn man direkt daneben steht, nicht übermäßig laut, eher diskret. Kontrabass ist mehr, wie soll ich sagen, ein Hindernis als ein Instrument. Das können Sie nicht tragen, das müssen Sie schleppen. Und fällt er hin, dann zerreißt sie. Ins Auto geht er nur hinein, wenn Sie den rechten Vordersitz heraustun. Praktisch ist der Wagen dann voll. In der Wohnung müssen Sie ihm immer ausweichen. Er steht so, so blöd herum. Aber verstehen Sie nicht? Nicht wie ein Klavier. Ein Klavier ist ja ein Möbel. Ein Klavier können Sie zumachen und stehen lassen. Ewig. Da habe ich ihn im Bad versteckt. Es hat nichts genützt. Sein Geist schwebte über uns wie eine Fermate. Oh. Wenn ich noch einmal eine Frau bekomme. Das ist wahrscheinlich, weil du schon alt bist. Es gibt welche, die schauen schlechter aus als ich. Wenn er eines nicht verträgt, dann ist das Regen. Bei Regen, da geht er ein. Also, beziehungsweise auf. Es schwemmt ihn auf. Das mag er gar nicht. Gesicht geschrieben. Ha! 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 Ah! So viel zur psychoanalytischen Seite des Instruments. Siegfried, bitte sich das vorzustellen im Amphitheater von Orange. Einem nahezu 2000 Jahre alten Gebäude, klassisches Bauwerk aus einer der zivilisiertesten Epochen der Menschheit. Unter den Augen des Kaisers Augustus. Tobt das germanische Göttervolk, schnaubt der Lindwurm, flägelt Siegfried über die Bühne, grob fett Bosch, wie die Franzosen sagen. Oh, mir war diese ganze Vorstellung so. Oder Hottel. Oder Van Hal, oder Otto Geier, oder Hofmeister, oder Ottmar Klose? Den kenne ich auch nicht. Sehen Sie, das sind die Kontrabassgrößen. Im Grunde alles Leute wie ich. Kontrabassisten, die aus purer Verzweiflung zum Komponieren angefangen haben. Und entsprechend sind die Konzerte. Weil ein anständiger Komponist schreibt nicht für Kontrabass, dafür hat er zu viel Geschmack. Und wenn er für Kontrabass schreibt, dann aus Witz. Ein kleines Minuett gibt's von Mozart. Hier. Zum Totlachen. Oder von Saint-Saëns aus dem Maskenball der Tiere, die Nummer 5. Wie schwarz es da unten ist. Es muss schrecklich sein, in so einer schwarzen Höhle zu leben. Es ist wie eine Gruft. Ja,
erste Geige, dann die erste zweite Geige, dann die zweite erste Geige, dann die übrigen ersten und zweiten Geigen, Bratschen, Celli, Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, das Blech und ganz zum Schluss der Kontrabass. Nach uns kommt bloß noch die Pauke. Aber nur theoretisch, weil die Pauke ist allein und sitzt erhöht, sodass sie jeder sehen kann. Außerdem hat sie noch mehr Volumen. Wenn die Pauke mal hinlangt, das hört sich bis in die letzte Reihe. Und jeder sagt, aha, die Pauke. Bei mir sagt kein Mensch, aha, der Kontrabass. Weil ich gehe ja unter in der... Als Kontrabassist können Sie nicht mal ordentlich aufstehen. Als Kontrabassist, entschuldigen Sie den Ausdruck, sind Sie in jeder Hinsicht der letzte Dreck. Aber im Orchester... Da ist keine Hoffnung. Da herrscht die grausame Hierarchie des Könnens. Die fürchterliche Hierarchie der einmal getroffenen Entscheidung. Die entsetzliche Hierarchie der Begabung. Unumstößliche, naturgesetzte, physikalische Hierarchie der Schwingungen und Töne. Gehen Sie nie in ein Orchester. Ich brauche jetzt noch ein Bier. Sie wissen, Feuchtigkeitsverlust. Na Moment! Ihr nicht! Ihr bleibt! Ja. Und?
Kriegsgefangenen in ihren Kriegsgefangenenlagern. Denn Musik ist etwas Menschliches. Und immer wird es Musik geben und überall, in Nord und Süd und Ost und West. Ja. Serbien, Ungarn, Tschechien, ja. Honolulu, Antarktida, Japan, ja. Ägypten, ja. Syrien, Kuwait. Musik ist eben metaphysisch. Verstehen Sie, metaphysisch. Grunze, fix, pass doch auf! In meinen Weg um der Depp, aber ich erschlag ihn noch. Eines Tages erschlag ich ihn. Ein Wort noch zur Erotik. Diese kleine Sängerin, wunderbar. Sie ist ziemlich klein und hat ganz schwarze Augen. Wahrscheinlich ist sie Jüdin. Das wäre mir wurscht. Auf jeden Fall heißt sie Sarah. Das wäre eine Frau für mich. Wisst ihr, ich könnte mich niemals in eine Cellistin verlieben. Auch in eine Bratsche nicht. Ja? Obwohl jetzt vom Instrument her, aber menschlich geht das nicht. Also nicht für mich. Ich brauche als Kontrabassist eine Frau, die das totale Gegenteil von dem darstellt, was ich bin. Dora Bell, einem dahergelaufenen Gaststar in einem Fischlokal, Bouillabaisse essen oder Meeresfrüchte, oder? Während der Mann, der sie liebt, in einem schallisolierten Raum steht und nur an sie denkt. Und mit nichts als diesem unförmigen Instrument in den Händen, auf dem er nicht einen einzigen Ton spielen kann, den sie singt. In diesem Augenblick, wo die Oper zum Universum wird und der Augenblick zum Ursprungsmoment des Universums da hinein, wo alles in gespanntester Erwartung hart den Atem anhält, die drei Reintöchter schon hinterm geschlossenen Vorhang wie angenagelt stehen, da hinein, aus der hintersten Reihe des Orchesters, von dort her, wo die Kontrabässe stehen, der Schrei eines liebenden Herzens, Sarah! Ich sage, ich bin der Mann, der Sie kompromittiert hat. Denn ich liebe Sie. Wir fallen uns in die Arme. Und meiner Entlassung. Es wäre nie da gewesen. Der Schrei des Kontrabasses. Vielleicht bricht Panik aus. Oder der Leibwächter des Ministerpräsidenten erschießt mich. Aus Versehen. Aus einer Kurzschlussreaktion heraus. Oder der Leibwächter erschießt aus Versehen den Gastdirigenten. Auf jeden Fall wäre etwas los. Mein Leben würde sich entscheidend ändern. Es wäre ein Einschnitt in meine Biografie. Und selbst wenn ich Sarah damit nicht bekomme, sie wird mich nie vergessen. Ich werde zu einer ständigen Anekdote ihrer Laufbahn, ihres Lebens.
Schubert so alt war wie ich, da war er schon über 10 Jahre tot. Auf Wiederschauen.